Servus Leute, mein Name ist David und ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Folge Spiel mich. Heute schauen wir uns mal den Ultimate Epic Battle Simulator an. Das Spiel, das jetzt vor kurzem erst in die Version 1.0 gekommen ist, bekommt ihr momentan für gut 16 Euro auf Steam. In UEBS, das ist die Abkürzung für Ultimate Epic Battle Simulator, geht es bestimmt nicht darum, irgendwelche Kriege 1:1 nachzustellen. Ihr habt lediglich die Möglichkeit, eure Aggressionen in Form von riesigen Schlachten auszuleben. Dabei legt der Entwickler Brilliant Game Studios zwar Wert auf den Realismus bei der Kampfphysik, bei den Truppen wird es dann aber auch schon unrealistisch. Man muss jetzt aber auch gleich dazu sagen, dass das Spiel momentan eben noch in dieser Version 1.0 ist, also da wird noch viel dazu kommen. Das heißt, dass der Entwickler uns in nächster Zeit auch mehrere neue Kampftruppen hinzufügen wird. Jetzt aber zurück zu den unrealistischen Truppen. Hier kämpft ihr neben den Standards wie Rittern oder US-Soldaten auch mit Pinguinen, Zombies oder Hühnchen. Das hört sich jetzt erstmal wirklich sau doof an, aber gerade das macht den Ultimate Epic Battle Simulator zu einem wunderbaren Spiel für zwischendurch. Herauszufinden, wie viele Pinguine ihr braucht, um einen Zombie zu bekämpfen, macht Spaß. Aber zu schauen, wie viele Schildkröten ihr braucht, um 10.000 Zombies zu töten, ist einfach nur geil. Das Besondere beim Ultimate Epic Battle Simulator, ihr könnt die Schadens- und auch die Lebenspunkte von jeder Truppe verändern. Und auf einmal ist Chuck Norris nicht mehr so stark. Übrigens, Chuck Norris ist zum jetzigen Zeitpunkt von dem Spiel die stärkste Truppe. Da braucht ihr schon einige US-Soldaten, um den klein zu machen. Momentan habt ihr im Ultimate Epic Battle Simulator zwei Maps. Eine städtlichere und eine mit mehr Landschaft. Auf beiden Karten könnt ihr grundsätzlich mit unendlich vielen Truppen kämpfen. Das große Problem vom Ultimate Epic Battle Simulator ist aber die Performance. Je mehr Truppen ihr in den Kampf schickt, desto mehr Leistung frisst das Spiel. Da kann es ganz schnell gehen, dass ihr nur noch 2 FPS habt. Einen guten PC kann ich euch deswegen nur empfehlen. Klar, es kann sein, dass der Entwickler bei den nächsten Updates die Performance noch so ein bisschen patchen wird. Aber im Moment braucht man doch einen sehr guten PC. Was die Grafik angeht, sieht UEBS gut aus. Es gibt zwar keine High-End-Grafik, aber die einzelnen Charaktermodelle sehen wirklich schön und detailliert aus. Da hat der Entwickler gute Arbeit geleistet. Ihr könnt mir jetzt wie immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr den Ultimate Epic Battle Simulator schon selbst gespielt habt und ob es euch Spaß gemacht hat und ganz besonders heute, was war denn eigentlich eure Lieblingstruppe? Und wenn ihr Bock auf noch mehr News habt, dann schaut doch mal auf die Gamers.one Webseite vorbei. Da gibt's jede Menge lesenswerte Artikel und auch die anderen Videos vom Kanal kann ich euch nur ans Herz legen. Wir sehen uns nächste Woche bei Spiel mich. Bis dahin, euer David.